rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 69, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Aktuelle Stunde, mehr Lebensqualität im ländlichen Raum. Bürgerbusse verbessern die Mobilität. Und mit aufgerufen ist auch der Entschließungsantrag Top 56 der Fraktion von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, 19/66/78, den wir im Anschluss an die Beratung abstimmen werden. Erste Rednerin ist die Frau Kollegin Karin Müller, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Kassel. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In Zukunft ergänzen 60 Bürgerbusse die Mobilität im ländlichen Raum. Das ist eine gute Aktion. Darüber freuen wir uns außerordentlich. Der erste Bürgerbus konnte bereits in Rabenau übergeben werden, und 50 Initiativen haben ihr Interesse bereits angemeldet. Das zeigt, dass der Bedarf nach geförderten Bürgerbussen sehr groß ist. Deswegen haben wir als Landtag ja auch 1,2 Millionen € im Haushalt bereitgestellt für 2018 und 2019, um diese Projekte zu unterstützen. Bürgerbusse gab es natürlich auch schon vorher. Die wurden dann gefördert, entweder durch Werbung oder in Niederregionen, weil die Mobilität im ländlichen Raum nicht so optimal ist, wie sie sein könnte. Deswegen sage ich hier auch ganz deutlich, Bürgerbusse sind immer eine Ergänzung, sind auch eine Förderung von Ehrenamt und aber auch eine Maßnahme zur sozialen Teilhabe, um Menschen noch von A nach B zu kommen, wo der Arzt nicht mehr vor Ort ist oder der Einkaufsladen nicht mehr da ist, um in die nächste Kernstadt zu kommen. Aber Grundprinzip muss natürlich bleiben, dass es ein Mindeststundenangebot im ländlichen Raum geht von Bussen und Bahnen, die regelmäßig fahren, und Bürgerbusse eine Ergänzung für die Mobilität im ländlichen Raum sind. Aber das Land stellt auch nicht nur die Busse zur Verfügung, sondern gibt auch Beratung, denn es ist ja gar nicht so einfach, einen Bürgerbus zu fahren. Also man kauft einen Bürgerbus oder kriegt einen und fährt los. Nein, es sind viele rechtliche Dinge zu beachten. Das Personenbeförderungsgesetz, rechtliche Rahmenbedingungen, was muss es für Strukturen geben, Vereinsstrukturen und. Auch dabei berät die Landesregierung bzw. die Stiftung miteinander in Hessen. Und ich möchte auch einmal den Landkreis Kassel loben, der nämlich sich schon lange um Bürgerbusse gekümmert hat und auch einen Leitfaden extra herausgegeben hat. Wie kann der Bürgerbus mit dem ordentlichen Linienverkehr verknüpft werden? Wie kann das organisiert werden? Wie kann Hilfestellung gegeben werden? Bürgerbusse sind mehr als Mobilität. Ich habe es schon gesagt. Sie sichern Teilhabe, wenn man kein eigenes Auto hat, aus welchen Gründen auch immer, ob man keins will oder keins fahren kann oder eben kein Bus mehr in der Nähe ist, wenn man ihn braucht. Die Bürgerbusse leben von dem ehrenamtlichen Engagement und sind gerade in den Strukturen im ländlichen Raum sinnvoll. Man kennt sich dort, man vertraut sich dort, man abredet sich im Bürgerbus, fährt zum Arzt oder zum Einkaufen und so weiter, kann aber dann am Wohnort wohnen bleiben. Das ist aber nicht das Einzige, was wir an Projekten im ländlichen Raum haben. Es gibt auch die beiden Projekte Mobilfall beim NVV und Garantiert Mobil, wo genau dieses Prinzip vorherrscht, jedoch in den Fahrplan integriert wird. Das heißt, Ehrenamtliche nehmen andere Menschen mit. Das wird aber in den Fahrplan integriert. Und man kann sich darauf verlassen, dass zu den angegebenen Zeiten auch etwas fährt. Wenn sich kein Ehrenamtlicher findet, übernimmt dann das Taxi die Fahrten. Auch ein sehr gutes Projekt, was sicherlich noch mehr bekannter gemacht werden muss, dass sich Leute auch finden, sich trauen, mitzufahren. Aber wir konnten das gerade jetzt im Sommer besichtigen in Witzenhausen. Es läuft super an und kann weiter ausgebaut werden. Auch das werden wir unterstützen. Außerdem gibt es noch das Fachzentrum ländliche Mobilität im ländlichen Raum im Holm, wo ganz innovative Projekte vorangebracht werden. Beim NVV zum Beispiel werden jetzt E-Bikes an Dauerkartennutzer ausgegeben, mit denen man dann zur Regiotram fahren kann. Das sind Projekte, die weiter vorangebracht werden müssen. Oder auch Fahrraddirektverbindungen, nicht nur zwischen den Städten, sondern auch im ländlichen Raum zu den Regiotram- oder S-Bahn-Haltepunkten. Ich denke, das ist das, was in Zukunft noch kommen muss. Und auch das Thema Digitalisierung, Mitfahrer-Apps und sind ein Weg, um da weiter voranzukommen. Aber wir dürfen auch nicht die Menschen vergessen, die eben kein Handy haben oder nutzen können. Ältere, die schon Probleme haben, Anrufsammeltaxis überhaupt anzurufen, weil für sie das eigentlich der Treffpunkt war, sich hinzusetzen und zu warten auf den Bus. Auch die dürfen wir nicht abhängen.
Und da sind ebenfalls die Bürgerbusse eine gute Alternative. Also, die Bürgerbusse sind eine hervorragende Ergänzung. Ich sage noch einmal ausdrücklich Ergänzung, weil Frau Wissler's Rede vermute ich schon zu Bussen und Bahnen, Anrufsammeltaxis, um das Leben auf dem Lande noch lebenswerter zu machen. Und deswegen freuen wir uns sehr über dieses Programm. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Das Wort hat der Abg. Dirk Landau, CDU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, einen guten Morgen. Ich möchte mal so anfangen, wenn ich hier zu diesem Thema rede, dann als ein Vertreter aus einem Landkreis, der von diesem Programm profitieren wird. Der Werra-Meißner-Kreis, wo ich herkomme, gehört zum ländlichen Raum. Und die Probleme, die Frau Müller eben beschrieben hat, ja, die sind bei uns anzutreffen. Lassen Sie mich mal kurz beschreiben, wie die Situation ist. Die Nahverkehrsverbünde haben vom Land mehr Geld bekommen, als sie es zuvor bekommen haben. Und der NVV, der bei uns oben in Nordhessen tätig ist, hat es genutzt, über die örtlichen Nahverkehrsträger sozusagen das Basisprogramm zu stärken, die Hauptverkehrslinien, sei es im Bus- oder im Bahnverkehr, zu stärken und dort eine gute Taktung anzubieten. Das kostet viel Geld. Auch wenn man z. B. jetzt Züge in den Randzeiten hat, früher morgens oder auch am Abend. Aber es ist allen auch klar gewesen, dass es mit dem Geld nicht möglich ist, weil es einfach wirtschaftlich nicht darstellbar ist, sozusagen auch in das letzte Tal mit einem ÖPNV-Angebot dort dann die Menschen an den Nahverkehr anzuschließen. Insofern haben wir eine Situation, dass wir sagen, ja, die Menschen haben natürlich ein Mobilitätsbedürfnis, und wir müssen ihnen auch etwas anbieten. Und die richtige Antwort kann da nur lauten, dass wir moderne, andere und flexible Angebote ihnen an die Hand geben. Und wir tun das nicht erst hier heute 2018, indem wir uns für Bürgerbusse einsetzen, sondern wir haben bereits weit vor 2013 angefangen, als wir uns darüber unterhalten haben, was beispielsweise bei uns oben Mobilfalt heißt. Das ist dann 2013 als Pilotprojekt an den Start gegangen und sah eigentlich nichts anderes vor, als dass wir Individualverkehre sozusagen als Zubringer zu dem ÖPNV nutzen. Der Handwerker, der jeden Morgen um 7 Uhr die gleiche Strecke fährt, dass man ihn zum Beispiel nutzen kann, um zu einer Haltestelle, wo ein Bus fährt oder eine Bahn fährt, dann auch hinzubringen. Das war ein erster Schritt. Inzwischen sind wir aus dem Modellprojekt raus. Und es gestaltet sich immer besser, immer größer ist die Nachfrage. Aber das kann natürlich nicht alles gewesen sein. Und deshalb hat die Landesregierung völlig zu Recht dann auch weitere Ideen entwickelt. Zumal man an der einen oder anderen Stelle, auch weil wir im Werra-Meißner-Kreis schon einen Bürgerbus hatte, der sozusagen aus Eigeninitiative weniger Bürger dann auch betrieben worden ist, dass man dieses Modell jetzt nimmt und sagt, ja, ein großes Hindernis ist immer, wenn sich Gruppierungen, egal ob es Vereine sind, die Kommune selber oder einfach nur Bürger, die sich zusammenschließen, erst einmal ein solches Fahrzeug zu bekommen. Oft ist man auf Spenden von Autohäusern oder sonst was angewiesen. Und jetzt haben wir es eben anders gemacht, dass wir ihnen helfen, sozusagen in der Anschaffung dieses Fahrzeuges, und das hat Frau Müller auch völlig zu Recht gesagt, ihnen natürlich auch Beratung geben, damit das keine Eintagsfliege ist, dass nicht jetzt ein Bus angeschafft wird und dann guckt man mal, wie man dort fährt, sondern dass man natürlich von denen, die vor Ort bereit sind, ehrenamtlich dort diesen Bus zu fahren, dass man sagt, wir wollen ein Konzept mit ihnen zusammen erstellen, wo wir einfach fragen, ja, fahren Sie nach einem Fahrplan, fahren Sie nach Bedarf, dass man auch mal schaut, wie viele Fahrgäste sind da. Weil in diesen Tälern und sozusagen in dem ländlichen Raum haben wir ja genau die Situation, wir haben wenig Fahrgäste, aber wir haben einen großen Raum. Und wenn man jetzt mit Bürgerbussen dort ein ÖPNV-Angebot schaffen will, dann muss das natürlich auch auf all diese Dinge abgestellt sein. Und da geben wir dann auch entsprechende Beratung, dass das Ganze auch zu einem Erfolg wird.
Ich halte es für außerordentlich gut und begrüßenswert, dass die Landesregierung sich dieses Themas angenommen hat. Weil ich habe es schon angeführt, es besteht ein Bedarf, und wir müssen etwas für den Bedarf an Mobilität für diese Menschen tun. Es sind halt oft Ältere, es sind Jüngere, die auch nicht auf ein Auto zurückgreifen können. Und für die müssen wir etwas anbieten. Und ich sehe es ja selber, wie es heute oft ist. Was haben Sie? Sie haben in der Regel, wenn Sie Glück haben, dann noch den Schulbus, der dorthin fährt, der einmal morgens dorthin fährt. Und dann müssen Sie aber, wenn er einmal wieder zurückfährt, schon wieder mit zurückkommen. Und wenn dann Ferien sind, dann haben Sie mitunter überhaupt kein Angebot. Und da ist es ganz toll, wenn jetzt in die Lücke der Bürgerbus einsteigt. Und ich glaube, 60 Busse ist da eine ordentliche Antwort. Wir haben viele Regionen, viele Landkreise, wo ein solches Angebot gerne aufgenommen wird. Und ich bedanke mich bei der Landesregierung, dass Sie das mit dem, was Sie in der Kombination Anschaffung und Beratung hier jetzt auf den Weg gebracht hat, und bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Dirk Landau. Das Wort hat der Abgeordnete Tobias Eckert, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lieber Kollege Landau, genau das ist eigentlich das Problem, wenn wir darüber diskutieren, so wie Sie es dargestellt haben. Sie reden davon, von fehlenden Mobilitätsangeboten im ländlichen Raum. Sie beschreiben eine Situation, wo Angebote fehlen, und kommen dann als einzige Antwort mit dem ehrenamtlichen Modell der Bürgerbusse. Und das ist am Ende doch eines der Probleme, wenn wir über Mobilität im ländlichen Raum reden, dass diese Landesregierung in den letzten Jahren in gerade diesem wichtigen Thema eigene Ideen, eigene Anstrengungen vermissen hat lassen und wir die Probleme erst organisiert haben, die Sie beschrieben haben, meine Damen und Herren. Ja, das ist es nämlich wahr. Der ländliche Raum braucht verlässliche, braucht dauerhafte, Herr Boddenberg, braucht bezahlbare Mobilitätsangebote. Der verlässliche ÖPNV auf der Schiene, auf der Straße, das ist das Rückgrat eines alternativen Mobilitätsangebotes jenseits des eigenen Kfz im ländlichen Raum, meine Damen und Herren. Und Herr Boddenberg, wenn die Frankfurter zum ländlichen Raum etwas sagen, können wir auch noch lange diskutieren. Ich will Ihnen aber einmal das Beispiel bringen. Das Konzept der sogenannten Bürgerbusse, 1977 in den Niederlanden entwickelt. Keine 40 Jahre später schafft es diese Landesregierung, das als ihre Innovation und Verbesserung darzustellen. Meine Damen und Herren, das zeigt, dass Sie am Ende ein richtiges, ein wichtiges Instrument dafür nutzen, für was es eigentlich aus Ihrer Sicht gedacht ist. Es ist kurz vor der Landtagswahl ein nettes Beispiel, wie angeblich Sie sich um den ländlichen Raum kümmern, wie wichtig angeblich Ihnen die Mobilität im ländlichen Raum ist. Das Gegenteil ist der Fall. Aber das ist wie so oft, selbst nichts auf die Kette bekommen, aber Eigen-PR. Das können Sie, meine Damen und Herren. Und deswegen finde ich es aber auch schon mutig, da kann Ihnen die Kollegin Alex sicherlich noch ein paar Takte mehr erzählen, wenn Sie dann die Landesstiftung Miteinander in Hessen vor allem ins Spiel bringen, um dort zu sagen, das ist ja jetzt endlich etwas, was Sie tun können. Kollegin Alex wird Ihnen das sicherlich erklären, warum gerade das auch sehr, sehr mutig ist, dass Sie das als Vehikel nehmen, was die Beratungsangebote angeht. Ja, es geht, meine Damen und Herren, um eine Ergänzung bestehender Mobilitätskonzepte. Es geht um eine Ergänzung bestehender Angebote im ländlichen Raum. Aber das ist ein Stück weit, zumindest aus unserer Sicht, ein Feigenblatt für das, was Sie eben nämlich versäumt haben. Und Sie reden über 60 Bürgerbusse, die jetzt mitgefördert werden. Was Sie völlig vergessen, ist all das, was in Hessen bereits in dem Bereich unterwegs ist, wo Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker eigene Ideen mit der Bürgerschaft umgesetzt haben und die Idee von Bürgerbussen vorangetrieben haben. Und Herr Boddenberg, ich verrate Ihnen einmal ein Geheimnis. Im Landkreis Limburg-Weilburg gibt es die Stadt Runkel mit 9 Stadtteilen, kleinster Ortsteil bei Eschenau mit 270 Einwohnern. Da gibt es jetzt seit 10 Jahren den Bürgerbus, eingeführt
durch den Bürgermeister und die Stadtverordnetenversammlung. Und raten Sie einmal, wer jedes Jahr bei jeder Haushaltsdebatte genau das wegstreichen möchte, weil es ihm nicht in den Kram passt. Vor Ort Ihre Parteifreundin, Parteifreundin Runkel, die genau das nicht wollen, weil das der Bürgerbus gegen ihre Überzeugung stehen würde und das nicht Aufgabe wäre, weil dafür hätten wir ja den ÖPNV, dafür haben wir die Verkehrsträger, die Verkehrsverbünde. Meine Damen und Herren, Ehrlichkeit und Redlichkeit an dem Beispiel sieht anders aus. Deswegen, der ländliche Raum braucht verlässliche, er braucht dauerhafte, er braucht bezahlbare Mobilitätsangebote. Bürgerbusse ergänzen dort, wo in der Tat wirtschaftlich der ÖPNV im Dauerbetrieb sozusagen nicht darstellbar ist. Aber das nachher, meine Damen und Herren, liebe Kollegin Müller, lieber Kollege Landau, als Beispiel zu beschreiben, dass das die Innovation für die alternativen Mobilitätsangebote im ländlichen Raum sind, dafür ist es ein bisschen wenig. Wir brauchen für den ländlichen Raum in der Tat eine Menge an Ideen, an Know-how, um dort Mobilitätsangebote anbieten zu können. Und deswegen unterstützen Sie auch die, die schon bisher bestehen im Bereich der Bürgerbusse. Und deswegen habe ich Ihnen ein Beispiel genannt, wo Schein und Sein, wo Anspruch und Wirklichkeit, so wie Sie ihn hier formulieren, auseinanderfallen. Und deswegen haben wir die Probleme dabei. Und gemeinsam können wir daran arbeiten, dass das besser wird. Sie reden mit Ihren Leuten, und dann können wir entsprechend auch solche Angebote in der Fläche durchaus realisieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Eckert. Das Wort hat die Frau Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die GRÜNEN haben beantragt, dass wir heute Bürgerbusse bejubeln. Bürgerbusse, wer das nicht kennt, resultieren aus der Initiative von Menschen vor Ort, die ehrenamtlich Lücken im ÖPNV-Netz füllen wollen. Sie organisieren, dass Menschen in ihrer Freizeit andere Menschen beispielsweise mit VW-Bussen eines Vereins fahren, die sonst überhaupt keine Mobilitätsalternative haben. Und das fördert das Land und seine Stiftung Miteinander in Hessen jetzt und nennt das innovativ. Wir können nicht feiern, dass es so etwas immer häufiger in unserem Land gibt. Um nicht falsch verstanden zu werden, es ist großartig, dass Menschen die Initiative zur Selbsthilfe ergreifen und dass viele Ehrenamtliche anderen Menschen helfen und sie in ihrer Freizeit fahren. Und diesen Menschen gilt auch ausdrücklich unser Dank. Aber das ist eben kein zusätzliches Angebot neben einer guten bestehenden Verkehrsinfrastruktur, sondern es ist der Versuch, die fehlende Infrastruktur im ländlichen Raum zumindest die Folgen ein bisschen abzufedern. Und deshalb können wir die Tatsache, dass diese Bürgerbusse überhaupt zunehmend notwendig sind, überhaupt nicht bejubeln. Genauso wenig wie wir die Existenz der Tafeln bejubeln. Auch dort gilt, toll, dass es Freiwillige gibt, die helfen, aber eine Schande, dass sie notwendig sind. Und ich finde, Bürgerbusse sind ein bisschen so etwas wie die Tafeln der Mobilität. Und ähnlich verhält es sich mit diesen skurrilen Mitnahmebänken, die jetzt an manchen Orten aufgestellt werden, damit Menschen per Anhalter bei Fremden mitfahren können. Also, mir wurde als Kind immer gesagt, dass ich nie einfach zu Fremden ins Auto steigen soll. Heute werden Mitnahmebänke aufgestellt. Das mag alles die Hilfsbereitschaft von Menschen zeigen, und das will ich überhaupt nicht schlechtreden. Aber es ist doch eine Bankrotterklärung des Landes Hessen, einen attraktiven ÖPNV herzustellen, meine Damen und Herren. Ob Bürgerbusse, Mobilitätsbänke, Mitnahme-Apps, das sind notwendig, dort, wo der Staat seine Aufgaben nicht erfüllt, die Mobilität der Menschen sicherzustellen. Es ist ein Eingeständnis, man kann auf dem Land nicht mobil sein ohne ein Auto oder vielleicht sogar zwei. Und das hat nichts mit einem modernen Mobilitätskonzept zu tun, sondern das ist Mobilität als Almosen. Für Menschen mit Behinderungen, für alte Menschen, die kein Auto mehr fahren wollen oder können, oder eben für Menschen, die sich kein Auto leisten können. Und so fühlt es sich doch für die Menschen auch an. Sie nehmen einen Gefallen an. Ich habe schon von älteren Menschen gehört, dass sie deshalb gar nicht den Bürgerbus nutzen wollen. Und für die Pendler ist es schon gar keine Alternative. Es ist kein verlässliches Angebot. Damit kann man nicht den Wohn- und Arbeitsort und das Mobilitätsverhalten planen.
noch einmal ausdrücklich, den Menschen, die ehrenamtlich in ihrer Freizeit anderen Menschen helfen, denen zollen wir Respekt und Anerkennung und danken für ihren Einsatz. Aber sie stopfen die Löcher, die das Kaputtsparen der Infrastruktur im Land gerissen hat, meine Damen und Herren. Und unsere Vision von einer Verkehrswende für den ländlichen Raum ist eine andere. Derzeit werden die Busse oft nicht genutzt, weil sie viel zu selten fahren, sodass man sowieso oft so viele Autos wie erwachsene Familienmitglieder haben muss im ländlichen Raum. Das heißt also, zuerst einmal brauchen wir ein verlässliches und attraktives Verkehrssystem, damit überhaupt die Fahrgäste auch wieder kommen. Die Takte müssen erhöht werden. Wir brauchen schnelle, möglichst umsteigefreie Verbindungen, auch in den Tagesrandzeiten. Und zwei Schulbusse am Tag sind eben kein ÖPNV-Angebot. Das heißt ja nicht zwangsläufig immer, und das wird man auch nicht hinkriegen, dass überall im 10-Minuten-Takt mit großen leeren Bussen Luft durch die Gegend gefahren werden muss. Eine gute Vertaktung mit dem Regional- und Fernverkehr ist wichtig. Die Reisezeiten von der Haustür zum Ziel einigermaßen zumindest konkurrenzfähig zum Auto zu machen. Schnellbusse beispielsweise, die nur bei Bedarf von der Umgehungsstraße ins Dorf fahren, sind anderswo längst Praxis. Linientaxis, neue Bedienformen über Apps, die in den ÖPNV integriertes Bike- und Carsharing-Systeme. Die technischen Möglichkeiten sind groß. Es braucht Mut und Visionen, ja, und es braucht auch Geld, weil es wird Geld kosten, die Verkehrsinfrastruktur gerade im ländlichen Raum wieder aufzubauen, meine Damen und Herren. Und an anderer Stelle ist das Land ja auch nicht knauserig. Gerade hat das Land Hessen 325.000 € springen lassen, damit Fraport 2, ich wiederhole 2, Elektrobusse für den Passagiertransport auf dem Flughafengelände anschaffen konnte. Fraport erwartet 2018 einen Gewinn von 400 Millionen €. Ich denke, davon sollten sich Elektrobusse selber leisten können. Herr Minister, dieses Geld hätten viele Kommunen sehr viel dringender gebraucht. Ich komme zum Schluss. Ein Grundrecht auf flexible Mobilität ohne Auto, das ist wichtig und keine Almosen. Und wir brauchen einen öffentlichen Nahverkehr mit professionellen, gut bezahlten und fest eingestellten Berufskraftfahrern, statt Menschen, die in ihrer Freizeit Busfahrer sind. Und das alles zu einem Preis, was einlädt, dieses Angebot auch zu nutzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat die Frau Abgeordnete Knell, FDP-Fraktion. Man halt wieder runterfahren. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ehrenamtliches Engagement und sogenannte Bürgerbusse sind aus unserer Sicht auch ein Beitrag von vielen für einen lebenswerten ländlichen Raum. Deshalb möchten auch wir denjenigen Dank sagen, die in ihrer Freizeit sich durch ihr Engagement für die Allgemeinheit einsetzen. Wir stellen aber zunehmend fest, dass die Landesregierung dazu übergegangen ist, sich auf diese hilfsbereiten Dorfgemeinschaften komplett zu verlassen. Und Ehrenamt kann und darf nicht Daseinsvorsorge ersetzen. Und ob es das ÖPNV-Beamtenticket oder der Sanierungsstau bei den Landesstraßen ist, Schwarz-Grün rühmt sich für Maßnahmen, die zulasten des ländlichen Raumes gehen. Statt die 50 Millionen € für das Beamtenticket in den Ausbau oder in den Betrieb des ÖPNV zu investieren, wovon alle Menschen etwas gehabt hätten, geben Sie einer Gruppe ein Ticket auf Kosten aller. Sie rühmen sich für das Schülerticket und das Beamtenticket. Sie rühmen sich auch für den S-Bahn-Ring um Frankfurt. Aber den ländlichen Raum speisen Sie mit Mitfahrbänken und Bürgerbussen ab. Und wenn dann auch noch die nordhessischen Kollegen, ich bin wirklich enttäuscht, ein Kollege Landau und eine Kollegin Müller sich dafür feiern, dass es den Bürgerbus gibt, das ist eine Verhöhnung der Menschen bei Ihnen in den Wahlkreisen. Wirklich. Und den Ehrenamtlichen, die dann den Bürgerbus fahren, gibt dann der Landesvater Bouvier dann großzügig vielleicht noch ein Freifahrticket für den ÖPNV, den es dann vor Ort nicht gibt. Ich meine, was soll denn das? Das ist also Anerkennung Marke Schwarz-Grün. Hinter dem vergifteten Geschenk Bürgerbus steckt im Grunde die Idee einer Zweiklassengesellschaft. In den Städten gibt es regulären ÖPNV rund um die Uhr, am besten noch kostenlos. Und auf dem Land müssen dann die Leute mit Mitfahrerbank und Bürgerbussen selber schauen, wo sie bleiben und wie sie wegkommen. Ich komme noch zu meinen Vorschlägen.
Das Freifahrticket, egal ob für Beamte oder für Ehrenamtler, das ist ein Geschenk für die Menschen im Ballungsraum. Das kann im ländlichen Raum gar nicht genutzt werden, weil es dort keinen ÖPNV gibt, der den Namen verdient. Diese Politik ist es, die die Menschen immer weiter in den Ballungsraum zieht, die unsere Probleme immer weiter verschärft. Schwarz-Grün setzt die falschen Prioritäten, weil der Verkehrsminister eben nur an die grünen Wähler im Frankfurter Nordend und in Darmstadt denkt. Der Hohn ist dann noch, dass Sie dann noch den Menschen im ländlichen Raum mit Ihrer Berechnung, dass Sie angeblich 1,8 Milliarden € für den ländlichen Raum ausgeben, für dumm verkaufen wollen. Wir Freien Demokraten wollen das anders angehen. Wir wollen ländliche Regionen stärken, indem wir Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur deutlich ausbauen. Neben der Erhöhung der Mittel für die Landesstraßen auf 185 Millionen € jährlich wollen wir Landkreise, Städte und Gemeinden mit über 100 Millionen € im Jahr beim Erhalt und Ausbau ihrer Verkehrswege unterstützen. Wir denken auch Verkehr neu, autonom fahrende, vernetzte Fahrzeuge im ÖPNV und innovative Mobilitätsplattformen können im ländlichen Raum zusätzliche Angebote und mehr Flexibilität ermöglichen. ÖPNV-Investitionen dürfen nicht auf den Ballungsraum beschränkt bleiben, und das tun sie momentan. Die Landesplanung soll so reformiert werden, dass Gemeinden, die sich aus ihrer Lage ergebenden wirtschaftlichen Entwicklungspotenziale auch nutzen können, um zusätzlich Gewerbe ansiedeln zu können. Das landesplanerische Konzept der zentralen Orte muss deshalb überarbeitet werden. Die Förderprogramme zur Dorferneuerung sollen nicht mehr als Stilllegungsprämien konzipiert werden, bei denen finanzielle Zuwendungen mit dem Verzicht auf die Ausweisung von Wohngebieten verbunden werden. Dorferneuerungen sollen vielmehr gezielt Entwicklungspotenziale und ländliche Vielfalt stärken. Junge Menschen verlassen immer mehr die ländlichen Regionen wegen der Aufnahme eines Studiums. Wir sehen in dualen Studienangeboten die Chance, akademische Bildungsangebote aufs Land zu bringen und damit jungen Menschen in der Region attraktive Perspektiven aufzuzeigen. Insbesondere im Bereich der ambulanten ärztlichen Versorgung besteht der Trend, Kassenarztsitze von ländlichen Regionen in größere Städte und Oberzentren zu verlegen. Wir wollen nicht, dass Städte und Dörfer gegeneinander ausgespielt werden. Vielmehr sollen insgesamt mehr Ärzte für die Versorgung zur Verfügung stehen. Das sind alles Aufgaben für den ländlichen Raum, und die sind anzugehen. Da ist ein Bürgerbus, das ist ein kleiner positiver Baustein vielleicht, der ehrenamtlich gemacht wird, aber die Aufgaben im Land sind zu groß, anstatt dass man sich immer nur auf solche kleinen Projekte beruht. Der ländliche Raum, wir Menschen, der ländliche Raum und wir Menschen auf dem Dorf haben mehr verdient als die ausgelaugte CDU und die Großstadtpartei der Grünen. Die nächste Landesregierung muss da deutlich ambitionierter werden. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Knell. Das Wort hat der Wirtschaftsminister, Staatsminister Al-Wazir. Bitte sehr, David. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mobilität ist gerade im ländlichen Raum von großer Bedeutung. Das wissen eigentlich alle. Und der nächste Arzt oder der nächste Supermarkt ist dort eben zu Fuß nicht so leicht erreichbar. Und deswegen müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wie wir Mobilität auch im ländlichen Raum stärken können. Und ich will das noch einmal ausdrücklich sagen. Wir haben auch ein wachsendes Problem im ländlichen Raum, weil mehr und mehr Menschen im ländlichen Raum verzichten auf ein eigenes Auto, manche freiwillig, aber manche eben auch, weil sie schlicht keines fahren können, noch nicht oder nicht mehr. Deswegen reicht es nicht aus, Frau Knell, bei Mobilität im ländlichen Raum nur an Straßen und Parkplätze zu denken. Wir brauchen auch ein solides Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich sagen, der öffentliche Personennahverkehr ist auch im ländlichen Raum das Rückgrat der Mobilitätsangebote. Aber neben klassischen Bussen und Bahnen oder flexiblen Bedienformen wie Anrufsammeltaxis erwarte ich in diesem Bereich für die Zukunft auch Verbesserungen durch neue digitale Angebotsformen. Es kann sein, dass das autonome Fahrzeug in der Zukunft uns gerade im ländlichen Raum viele Probleme lösen hilft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber da ist vieles noch Zukunftsmusik, was den Menschen zurzeit nicht weiterhilft. Ich habe mich deshalb sehr gefreut, als ich vor gut zwei Wochen in Rabenau eine Premiere erlebt habe. Ich durfte den ersten Bürgerbus im Rahmen der Offensive Land hat Zukunft Heimat Hessen übergeben. Ich will das ausdrücklich noch einmal sagen. Bürgerbusse, Frau Kollegin Wissler,
sollen dazu dienen, die Anbindung von Ortsteilen an die Kernstadt zu verbessern. Sie stellen damit die Anbindung zu Arztpraxen oder Apotheken her. Und auch noch ein Punkt: Bürgerbusse stärken auch das Miteinander. Es ist wirklich toll zu sehen, dass viele Menschen in Hessen mit anpacken wollen, um das bestehende ÖPNV-Angebot mit ehrenamtlichen Angeboten zu ergänzen, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht zu ersetzen. Der Kleinbus ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Vehikel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und zur Verbesserung des Mobilitätsangebots. Und das, was ich dort gesehen habe, ist übrigens auch, dass es auch das Miteinander im Dorf stärkt, dass Menschen wirklich sich gerne engagieren und Menschen auf der anderen Seite froh sind. Und das ist übrigens auch eine Form der Kommunikation, die dann untereinander stattfindet, weil viele von den vor allem älteren Menschen, die dort abgeholt werden, sind ziemlich alleine, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch das ist an diesem Punkt nicht zu unterschätzen. Und ich habe mir schon vor 2 Jahren das Modellprojekt in Homberg angeschaut, was die Landesstiftung Miteinander in Hessen dort gestartet hat. Ich habe im Sommer mir in Schwarzenborn, kleinste Stadt, nicht die kleinste Gemeinde Hessens, ein solches Projekt angeschaut. Ich war in Rabenau. Und wissen Sie, was ich da gesehen habe? Sehr viel gute Laune, sehr viel Mut zum Anpacken, auf jeden Fall sehr viel bessere Laune, als in den Reden der 3 Oppositionsfraktionen hier zum Ausdruck kam. Um den Start eines Bürgerbusprojektes vor Ort zu erleichtern, einen dauerhaften Betrieb sicherzustellen, unterstützen wir sie mit jeweils 1,2 Millionen € in 2018 und 2019. Es gab eine europaweite Ausschreibung. Für die Fahrzeuge konnte deshalb ein sehr wirtschaftliches Angebot erreicht werden. Übrigens, es sind Opel geworden. Neben der Unterstützung bei der Fahrzeugbeschaffung, die das Land macht, ist ein Beratungsangebot zentraler Bestandteil des Förderprogramms. Die Initiativen sollen sich nämlich nicht um Angebote für Fahrzeuge kümmern oder um Versicherungsfragen, wie das alles zu regeln ist mit allem, was dazugehört, sondern sie sollen sich auf die wesentlichen Fragen konzentrieren können. Wo soll gefahren werden? Wie oft? Wie kann das Angebot mit den bestehenden ÖPNV-Angeboten zusammenwirken? Und die enorme Resonanz auf das Programm gibt uns recht. Wir haben, obwohl das erst vor 2 Monaten gestartet ist, jetzt schon 50 Initiativen, die eine Interessenbekundung eingereicht haben. Das zeigt, dass vor Ort die Menschen mitmachen wollen. Und das zeigt auch ein bisschen, dass das Suchen in den Krümeln, wenn ich es mal so nennen darf, was hier betrieben worden ist, am Ende bei den Menschen nicht ankommt, sondern bei den Menschen kommt an. Da gibt es ein Programm, das ist gut, und sie wollen es machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber, vorletzter Punkt, natürlich müssen wir uns auch Gedanken machen über die Aufrechterhaltung der Strukturen des öffentlichen Personennahverkehrs im ländlichen Raum. Wir haben ein Fachzentrum Mobilität im ländlichen Raum gegründet, gemeinsam mit dem RMV und dem NVV. Und wir brauchen ein solides Angebot. Aber, Frau Knell, weil Sie es angesprochen haben, Frau Knell, ich versuche mit Ihnen zu kommunizieren. Frau Knell, dritter Versuch. Sie kommen doch aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Und Sie haben gesagt, wir würden uns nur um Großstädte kümmern. Soll ich Ihnen einmal sagen, wo wir die höchsten Zuwachsraten beim Verkauf des Schülertickets in Hessen haben? Die haben wir im Schwalm-Eder-Kreis, im Landkreis Hersfeld-Rotenburg und im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Und an dieser Stelle müssten Sie eigentlich sehen, dass wir an diesem Bereich auch mit dem Schülerticket Angebote geschaffen haben, um Menschen zum öffentlichen Personennahverkehr hinzuführen. Und mit Verlaub, wenn es da gar kein Angebot gäbe, dann würden die Schülerinnen und Schüler auch keine Fahrkarten kaufen. Letzter Punkt, Herr Präsident. Bei der Finanzierungsvereinbarung 2017 bis 2021. Herr Staatsminister, Frau Präsidentin, und die Redezeit ist bereits abgelaufen der Fraktionen. Frau Präsidentin, leider habe ich hinten keine Augen. Ich entschuldige mich. Wir haben die Mittel um über 20% erhöht. Vor einigen Jahren wurde noch über Angebotskürzungen im ländlichen Raum geredet. Inzwischen wird im NVV der Stundentakt als Basisversorgung geprüft. Aber damit werden wir nicht jeden Ortsteil erreichen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen ist eine Ergänzung um Bürgerbusse ein sehr, sehr gutes Projekt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Aktuelle Stunde, Tagesordnungspunkt 69, abgehalten und besprochen. Ich rufe auf die Abstimmung über den Entschließungsantrag 6678 aus 19, Tagesordnungspunkt 56. Hier wurde eine getrennte Abstimmung beantragt, der Punkte 1, 2 und 3 und 4. Also gehe ich in die so vor und lasse zunächst abstimmen über den Punkt 1 des genannten Antrags 6678 aus 19. Wer diesem zustimmt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Damit ist Punkt 1 angenommen. Dann rufe ich auf. Bitte? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Angenommen ist er zwar trotzdem, aber Sie haben natürlich recht. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen von FDP, SPD und der Linken. Enthaltungen kann es dann eigentlich keine mehr geben. Dann ist Punkt 1 noch einmal angenommen. Ich rufe auf Punkt 2 und 3. Wer Ihnen seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegenstimmen. Das sind die Fraktionen von FDP und der LINKEN. Enthaltungen. Das ist die Fraktion der SPD. Damit ist auch die, sind die Punkte 2 und 3 des Antrags angenommen. Und ich rufe auf Punkt 4. Wer diesem seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und SPD. Wer ist dagegen? Die Fraktion der FDP. Wer enthält sich? Die Fraktion der LINKE. Damit ist auch Punkt 4 und damit der Antrag in Gänze angenommen.